Und hallo und herzlich willkommen wieder zu einem Let's Play Classic Civilization 3, das beste Civ aller Zeiten. Und willkommen im neuen Jahr, sage ich jetzt mal. Denn ich habe mir eine kleine Auszeit gegönnt während der Weihnachtstage und habe genüsslich den Urlaub zelebriert. So, und jetzt muss ich mich erstmal reinfinden hier. Und dazu vor allen Dingen reinfinden in die ganzen Informationen, die mir Lancelot inzwischen auch wieder gegeben hat. Denn er war ja auch sehr erfreut darüber, dass wir Handschau bekommen haben. So, jetzt muss ich hier mal drüber gehen. Was denn jetzt? So, jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, Beijing direkt anzugreifen. Und wenn das gut klappt, Shanghai direkt anzugreifen. Und damit hätten wir ihm dann die Pferde, das Eisen und hier sein Luxusgut genommen, wodurch die anderen Städte schon gut geschwächt sein würden. Zumal er hier auch häufiger natürlich Bewässerung gemacht hat, anstatt vielleicht irgendwas anderes zu nehmen hier. Gut, hier hat er nur eine Kuh, aber ansonsten hat er da eigentlich nicht wirklich was. Und dann habe ich das Land vor allen Dingen auch zweigeteilt. So, und die anderen, die ganzen, hier unten haben wir sie. Mittelalter-Infanterie kommen mir per Schiff. Die kommen dann von hier, werden dann auf Nanking gehen. So, das Ganze muss man halt jetzt vorbereiten. So, wie kann man das denn jetzt am besten vorbereiten, dass man beide gleichermaßen angreifen kann? Wenn die jetzt hier steht, dann können die 1, 2, 1 Drittel, 2 Drittel, 1, 2 Drittel Angriff machen. Und hier 1, 2 Drittel, 1, 1, 2 Drittel Angriff. Also so wäre das machbar. Gut, dann arbeiten die noch fleißig an den Sachen, okay. Und Hanschau hat halt jetzt diesen... Ah ja, da sind zwei Ritter drin zum Gegenschlag. Das passt. Und die, kann ich die auch bewegen? Jawohl, dann bewegen wir die auch noch mal darüber. So. Beziehungsweise bewegen wir mal da einen oben rein. So. Und du kannst dorthin gehen. So, dann bist du schon mal dort gespeichert. So, denn was halt ich brauche, sind halt diese... Ach so, hier unten haben wir auch noch Ritterchen. Was haben wir denn hier? Das ist der Ami. Das ist ein Lanzenkämpfer. Wo habe ich denn noch einen Chinesen? Da ist noch ein Chinese. Ein chinesischer Pikenier, Ami. Ach Gott. Hilfe. Die muss man ja auch immer noch betrachten, ne? Hat er mir noch reingeschrieben, dass ich die auch noch betrachten sollte. So. Ach so, eine kleine Spionageaktion, bevor ich weitermache. Nochmal so. Okay. Normaler, normaler. Das ist zumindest schon mal gut. So, bleiben wir mal in der Stadt. Was machen wir mit denen hier? Na gut, die zwei können wir auch... Müssen wir da lassen. So. Müssen wir mit zwei da angreifen. Was haben wir hier oben? Das Gros der Ritter. 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ritter. Für Beijing. Der sowieso für Beijing. Okay, gut. Ich denke, jo, was denke ich denn? Da kommt noch ein Ritter, da kommen noch zwei Ritter. Es dauert ja noch die eine oder andere Runde. Also, das könnte sich noch gut ausgehen hier.
Die kommt vom Hinterland. Hatte ich jetzt eigentlich meine Steuern runtergesetzt? Auf 70. Ja, damit ich Magnetismus nächste Runde kriege. Meine Leute sind auch alle glücklich, allen voran in Ankara. Genau. Passt. Ich glaube, dann kann ich jetzt weitermachen. Ich hatte sonst nichts Besonderes mehr gesehen. Der Krieg ist jetzt das Entscheidendste. Wald gerodet. Was? Die Mongolen wollen Durchreiserecht. Würdet ihr euch unseren Gegenvorschlag anhören? Ah. Ich könnte mit euch sogar Pelze Seide. Aha. Seide? Ist das Seide? Aber den könnte man auch noch tauschen. So, jetzt nehmen wir erstmal pauschal die 7 Goldstücke noch mit. Vielen Dank. Danke. Oh, noch einer. Und wir nehmen dir noch 42 Goldstücke dafür ab. Ha, das macht er sogar. Interessant. Na gut, dann, bitte. Haben wir noch mal ein bisschen Geld, ne? So, der Ami kommt schnell voran. Das ist gut. Oh, da ist, sind schon Steppenreiter. Gesamtübersicht anzeigen. So, jetzt haben wir das, das, das. Machen wir erstmal so. Metallverarbeitung, Bankwesen. So, jetzt checken wir mal. Irgendjemand von den anderen, was zum Erforschen hat. So, erstmal gucken wir den Ami an. So, er hat es jetzt nicht. Wenn ich jetzt dir... Jetzt bietet er mir Bankwesen an, die Weltkarte. Das wäre natürlich schon mal richtig gut. Der bietet Bankwesen an. Der hat gar nichts zum Anbieten. Der hat auch nichts zum Anbieten. Huch, du hast auch nichts zum Anbieten. Okay, und du hast auch nichts zum Anbieten. Halt, der Chinese. Ja, sowieso nichts zum Anbieten. So, ihr möchtet euch ein Geschäft vorschlagen. Wir geben ihr Magnetismus. Der gibt mir Bankwesen, seine Weltkarte. Gibst du mir die Navigation nicht auch noch mit dazu? Gibst du mir was pro Runde? Wie wär's denn mit einem? Nee, der kannst nichts mehr pro Runde geben. Aber 19 Geld gibst du mir. Und deine Weltkarte. Na gut. Na, dann rückt er jetzt wenigstens das Bankwesen raus. Dann hat er das nicht mehr exklusiv. Würdet ihr diesen Handel akzeptieren? Gut. Was wird es denn jetzt für Navigation haben? Was würdet ihr denn für Navigation verlangen? Oh ja, eine ganze Menge. Das ist zu viel. Das ist eindeutig zu viel. So, wenn ich dir jetzt Bankwesen gebe, willst du mir 8 Gold pro Runde geben. Wenn ich dir Schwerkraft gebe, willst du auch 8 Gold geben. Würdest du auch mehr als 8 Gold geben? Okay, nein. Aber er gibt mir immerhin 8 Gold. Wie sieht's mit Alexander aus? Wenn ich dir das Bankwesen gebe, würdest du mir 18 Gold geben. Das ist, naja. Und wie sieht's mit unserer netten Katharina aus, wenn ich dir das Bankwesen gebe, dann würdest du mir sogar 18 Gold geben. Du würdest mir wahrscheinlich sogar 36 echt Gold geben. Und hier 19. Ginge sogar.
30. Das will sie nicht. 25 will sie auch gerade so noch nicht. Mal checken. Ja, gut, 23 war die Grenze. Gut. Ne, dann machen wir das doch. Dann geben wir das Bankwesen weiter. Hier kriegen 23 Gold pro Runde. Ja, vielen Dank. Kannst du das Geld machen? Und hatte der hier nicht noch irgendwas? Wenn ich dir noch das Bankwesen gebe, gibst du uns irgendwas dafür? Was kann ich mir jetzt Gegenleistung? Irgendwas? Pelz? Ne, will er gar nicht. Kannst du uns irgendwas pro Runde geben? Ne, kann er nicht. Na gut. Dann müssen wir weiter hier bei ihm sein, Japaner. Du kriegst das Bankwesen. Und ich glaube, das hatte ich ja schon. Ja, gut, der will nicht mehr als 8 Gold pro Runde geben. Aber machen wir mal 8 Gold pro Runde, sind dann besser als nichts. Kriegst du es sowieso irgendwann. Und der Grieche ist wissenschaftlich, ne? Du musst es sowieso mal haben. Dann gebe ich es dir lieber jetzt. Dann gibt es pro Runde wahrscheinlich sowieso keinen Bifferling, genau. Ach, du hast aber Pelz, ne? Aber wir sind noch nicht verbunden. Na komm, nee. Naja, bevor du es woanders herbekommst, komm. Man kann es nur falsch machen, habe ich das Gefühl. Oder ganz richtig machen. So. Ich Chinese jetzt Bankwesen gebe. Jetzt wird 20 Gold geben. Gut. Bautrupp. In Bursa. Habe ich da nicht richtig aufgepasst? Zack. In 2 Runden. Hey. Besser geht's nicht. Okay, machen wir's so. Die Feierlichkeiten zum Es lebe der Sultan sind beendet. Okay. Ja, ich habe ja hier, den Wachstum ausgestellt und habe Wissenschaftler eingestellt, genau. Damit ich zumindest ein bisschen was hier kriege. Gut. Also da ist einer, wo ich drauf achten muss. Und da ist einer. Also der könnte es nicht noch hier oben packen. Bis dahin hat der noch einen Ritter gebaut. Der ist dann weg. Wo soll der denn eigentlich noch hin? Kann der hier eigentlich noch einen mehr? Ja, der kann sogar einen mehr. Kriege ich hier irgendwie noch mehr Produktion hin? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Gut. Wo machst du dich denn jetzt mal hin? Hier drüben? Da sind 12er, 12er. Da sind Städte, die können nicht wachsen, da 6 Runden wächst er von alleine. Na komm. Du wächst in 6 Runden nicht von alleine, du wächst jetzt. Und
Anschließen. So. Damit ist die vollständig, die Stadt. So, perfekt. Du kannst hier das Bergwerk mit unterstützen. Fünf Runden. Ah ja, was haben wir da? Eins, zwei, eine Schildwiese, ne? Wunderbar, kannst du ja jetzt da drauf gehen. Kann der ja sogar den belegen. 22 Runden, 15 Runden. Okay, machen wir es so. Nö, so wächst es. In zwei Runden. Vier. So in drei Runden. Genau, in zwei Runden Wachstum. Auf sechs. Perfekt. Was machst du dort? Gut, der ist dort gewachsen. Was machen wir denn mit dem jetzt? Also, ich will ja nichts sagen, aber ich baue jetzt hier einfach mal was anderes zwischendurch, ne? Dass die Stadt hier einfach mal ein bisschen mehr aus dem Knick kommt hier. Aber was Einfaches. Ne? Bibliothek wäre zum Beispiel was Einfaches. Könnte man zumindest ein bisschen was rauskriegen aus der Stadt, aus den Wissenschaftssachen noch. Oder ein Hafen? Naja. So. Weil, ich meine, ist zwar gut gemeint mit den ganzen, Bautrupps und so, aber irgendwie sehe ich momentan noch nicht so ganz. Du hast schon eine Bibliothek, ne? Was machst du denn jetzt eigentlich hier? Hast so gut wie gar keine Produktion, ne? Wenn jetzt ein Gerichtsgebäude, ach, ein Gerichtsgebäude wäre. Oder? Naja, gut. Wenn wir jetzt einen Aquädukt nehmen würden und den dahin stellen. 25 Runden. Und du ein Aquädukt. Nee. Das passt schon besser. Bibliothek ist schon richtig. Ich kann es ja stellen, kann es ja wieder umstellen, wenn's zu viel ist oder dann, naja, gut, bei der nicht so einfach, aber naja, gut, werden wir dann sehen. Gut, wo haben wir noch welche? Ach so, das war der eine hier, ne? Wo brauchen wir denn jetzt noch welche? Wir könnten hier drüben noch zu zwei Straßen. Nach da oben brauchen wir noch was. Genau. Zack. Du kannst hier die Küste erforschen. Zack. Und du hast die schon erforscht. Du kannst hier, glaube ich, mal zurückkommen, ne? Über die Stelle. 1, 2, 3. Ja, genau. So, warten wir dort. So, du gehst dort auch noch hin. Und
Eine Runde. Naja, gut. Wäre jetzt eh überflüssig gewesen, aber gut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ab in den. In die Stadt. Und alle bitte entladen. Ja, alle entladen. Damit hat das Schiff jetzt nichts mehr. Ach, ich kann sogar eine Galeone modernisieren. Okay. Heißt das, hier unten werden jetzt überall Galeonen gebaut? Ach ja, natürlich. War ja klar. Stimmt. Teuer ist denn überhaupt das Ab Aufwerten? 30 Gold nur. Oh ja. Nun machen wir das doch. Komm. 30 Gold und ich habe eine Galeone. So, was hat denn die Galeone besser eigentlich? Sie kann 4 aufnehmen. Sie hat 2 Verteidigung. Anstatt. Nö. Karavelle? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Die Karavelle hat 1, 2, 4, 4. Und die Galeone hat 1, 2, 0, 4. Hä? Verstehe ich nicht, was der Unterschied jetzt ist. 3. 1, 2, 3, 4. 4 Felder bewegen. Naja, gut. Lassen wir es halt so. Wolltest du noch irgendwas anderes machen hier? Den Wald lassen wir stehen, aber den hier wollten wir noch abholzen. 1, 2, 3. Und hier ist das jetzt fertig? Nee, ist noch nicht fertig. Gut. Also, Bergwerk, Bergwerk, Bergwerk. Dann haben wir hier ein paar Einheiten stehen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gut. Verschanzen. Verschanzen. 1, 2, 3. Schanzen. 1, 2, 3. Kommt jetzt alle drei dahin. Genau. Das, das, das. Und die zwei von dort. Beziehungsweise, ja, von dort. Würden die halten wahrscheinlich. Ein Spionagezug. Ja, hat er überall noch nicht abgedeckt. Sehr gut. Okay. Hier oben. Eine Runde gespielt, dauert Ewigkeiten. So, wer ist jetzt noch? Der Mongole. Hat der noch was? China hat. Oh, China hat Metallverarbeitung. Echt jetzt? Die Chinesen sind die einzigen, die Metallverarbeitung haben. Und mit denen will ich jetzt Krieg führen. Die ganze Zeit waren sie unsinnig und jetzt brauche ich sie, damit ich die nächste Runde weiterkomme. Jetzt muss ich aber mal gucken. Wenn ich die Metallverarbeitung kriege, dann komme ich ins industrielle Zeitalter. Der Chinese ist wissenschaftlich, kommt höchstwahrscheinlich auch ins nächste industrielle Zeitalter, wenn ich ihm. Ah nee, es dauert noch eine Weile. Soll ich jetzt forschen oder soll ich es jetzt versuchen zu tauschen? Ich meine, würde er es tauschen? Würdest du die Metallverarbeitung tauschen? Magnetismus, Schwerkraft.
gegen zwei Techs würde es tauschen, dann wäre ich eine Sache weiter, ne? Würde ja auch Geld nehmen. 200. Oh, der würde aber eine ganze Menge Geld nehmen wollen. 300. Oh, nee. Okay. Also, du willst es nicht tauschen, dann tausche es ruhig mit allen anderen. Dann machen wir halt nichts. Dann forschen wir halt jetzt weiter selber. Dann sind wir halt. Forschen wir jetzt daran selber? Katze, du musst mal aus dem Weg gehen, du stehst wieder vom Bildschirm. Ja. Jetzt die Frage, ne? 4, 8 Runden. 8 Runden, um mit den aufzuwischen. Oder warten wir noch ein bisschen? Warten wir ein bisschen, um dann mit denen aufzuwischen. Oder nehmen wir jetzt doch die Ritter? Zumindest ist die große Mauer weg. Das ist weg. Er kann Kanonen machen. Ist eigentlich nicht so das Sinnvolle jetzt hier noch. So. Ja. Ich meine, jetzt haben wir einen, der dem Metallverarbeitung hat. So, der müsste jetzt eigentlich mit Bankwesen nächste Runde tauschen können, ne? Wenn nicht, dann ist es für uns vielleicht billiger. Egal jetzt. So. Was haben wir sonst noch hier? Technologie. Ach genau, da gucken wir mal rein. Metallverarbeitung. So, die kostet ein bisschen mehr. 1782. Militärwesen. Naja, gut. Was sagen denn die Alerts? Ja, Metallverarbeitung habe ich jetzt selbst gesehen. Kinzel Bankwesen an die Mongolen, an und Magnetismus an China, Griechenland, Russland, Japan. Okay. Die Mongolen sind in der Anarchie. Vier feindliche Krabuk, Groen, Busa, Schrunk. Okay, la la la. Plus 1, plus 2 drüber, Ritter. Na, das war's. Da ist nichts Besonderes drin zu sehen. Nee, dann machen wir unser Ding jetzt weiter. 1, 2, 3 Ritter. Wir bleiben bei maximaler Forschung. Warte mal, in 3 Runden kann man nicht forschen, oder? Doch. Jetzt auf 100% Forschung gehe, habe ich immer noch plus 41. Aber so mache ich doch viel mehr Geld. Ich verstehe es nicht. Ist doch so besser. Okay. Ich glaube, ich gehe noch mal eine Runde weiter jetzt. Die Ritterchen stehen. Ihr könnt dann noch mal spionieren. Wie sieht es in der Hauptstadt aus? Ja, kann er nicht spionieren. Schade. Ach, da hinten. Ein Steppenreiter, ein chinesischer mit einem Siedler. Du baust weiter, Ritter. Ja, was Besseres kann dir nicht passieren. Kannst sogar ein bisschen mehr Produktion nehmen. Bringt dir aber nichts. Na gut. Edrine baut auch weiter Ritter bei 18 Produktion. Hafer baut auch weiter Ritter bei 24 Produktion.
25 wird es auch 3 Runden brauchen. Gut. Was sagt denn jetzt der Check hier oben? Trade Options. Ah, die haben getauscht. Okay. Also China hat zumindest schon mal gleich getauscht. So. Hä? Metallverarbeitung, genau. Damit. Frage ist, ob die beiden das weitergehen. Aber auf jeden Fall hat Amerika schon mal auch die Metallverarbeitung. Schwerkraft und Magnetismus fehlt China jetzt noch. Technology. Amerika. Ja, hier kann man es schön sehen, wer welche Technologie hat. Das ist gut. Bankwesen fehlt noch bei den Mongolen. So, Amerika hat Schwerkraft und Magnetismus. China und Amerika haben Metallverarbeitung. Die liegen halt wirklich. Jetzt liegt der vorne, der Chinese, ne? Die ganze Zeit hat er nichts zustande gekriegt. Und jetzt plötzlich fängt er an, vorne zu sein, oder was? Naja, vorne zu sein ist was anderes. Aber wenn ich jetzt Magnetismus biete, dann bietet der mir Navigation an. Okay. Wenn ich Schwerkraft biete. Okay. Vielleicht. Und wir möchten mit euch reden. Bist du in der neuen? Bist du jetzt? Ja, du bist in der im neuen Zeitalter drin. War Amerika wissenschaftlich? Nee, ne? Industriell. Die sind auf jeden Fall schon mal jetzt im nächsten. Kommst sowieso nirgendwo mehr hin. Das ist eine gute Frage jetzt. China angreifen oder vorher noch die Technologien weg erhandeln, ne? Wenn ich beide gebe und dir beide gebe und du mir noch 20 Goldstücke gibst. Und deine Weltkarte. Gibt es noch Städte dazu? Nee, das machst du nicht. Dann funktioniert das. Dann habe ich 2 Techs. Und er hat auch 2 Techs von mir gekriegt. Das sind genau die 2 Techs, die ihm auch fehlen, um ins nächste reinzukommen. Moment. Ach nee, du bist auch militärisch und industriell. Okay, das heißt. Gut, nee, dann sorgen wir jetzt dafür. Dann machen wir doch was anderes jetzt wieder. Also bevor wir jetzt hier dann unsere netten ganzen Ritterchen, die wir jetzt haben, gegen Piken oder so laufen zu lassen. Machen wir jetzt diesen Handel hier. So. Also. Städte weg. Gib mir bitte das. Für das. Ja. Genau. Also, und deine Weltkarte noch. Damit bin ich jetzt auch im nächsten. Und ich habe gleich die Dampfmaschine bekommen.
Kohlevorkommen werden auch angezeigt. Okay. Eisenbahnstrecken können gebaut werden. Ah, okay, gut. Dafür sind jetzt natürlich die Bautrupps gut gewesen. Gut genug. Dann sollte ich wieder auf Bautrupps umstellen. Ja. Gut. Und, wer war denn jetzt wissenschaftlich? Russland war wissenschaftlich. Alexander war wissenschaftlich. Okay. Und du hast ein bisschen Geld. So, wenn ich dir jetzt... Oh, drei Techs muss ich dir geben. Hättet ihr etwas dazu zu geben? Weltkarte und so weiter. Gut, wir geben dir nur mal Magnetismus. Dafür gibst du mir schon mal das. Damit kann ich zumindest schon mal seine Weltkarte sehen. Alexander, Alexander, das hier, okay. Und was wollt ihr jetzt noch? Genau, Alexander. Noch ein Handel, du kriegst jetzt noch Metallverarbeitung und Schwerkraft. Als Geschenk. Doch richtig so, ne? Und du bekommst den Nationalismus. Ah, sehr gut. Das ist zumindest eine unterschiedliche Tech. Kriegen wir den dafür? Nein, kriegen wir nicht. Nationalismus, was wird jetzt Gegenleistung? Nichts, okay. Und dann noch der Russe. Doch, du hast eine ganze Menge. So, komm, du kriegst die Metallverarbeitung. Weltkarte, 59 Gold. Da machen wir jetzt mal richtig Geld noch mit. So, anstatt 17, 18 geht das? Nein, 17 Gold pro Runde. Gut. In diesem Handel einverstanden. Okay. Und dann geben wir dir noch die beiden hier. Ausgeschlossen. Dann betrachtet es als Geste des guten Willens. Und Russland bekommt Dampfmaschine. Ach shit, die habe ich auch schon gekriegt. Na gut. Okay. Da die anderen Texte nichts mehr wert sind, die Metallverarbeitung hier. Oh, 4 Gold pro Runde immerhin noch. Vielleicht sogar 5. Ne, nehmen wir, ups, jetzt habe ich über die Maustaste verklickt. 4 Gold. Ja, Herr Japaner, du bist halt religiös und militärisch. Vielleicht können wir dir später noch mal was anderes geben. Und der Genghis Khan, ja, du bist hängst schon ganz schön hinterher. Kriegst die Metallverarbeitung aber auch. Hast du pro Runde nichts anzubieten hier? Nee, die Weltkarte wollte ich schon. Na gut, dann machen wir es so. Damit liege ich doch jetzt technologisch zumindest wieder vorn durch meine Freitech, die ich gekriegt habe. Und habe nochmal jede Menge Plus gemacht an Geld. Jetzt ist die Frage, was... Ach nee, ich will ja hier... Nein, den Nationalismus will ich nicht forschen. Ich will hier jetzt auch nichts forschen. Ich will jetzt das Militärwesen hier forschen, damit ich noch an meine Supereinheiten komme. Und die sehen irgendwie aus, alle wie muntere Staatsdiener. So, da bin ich auch in 4 Runden dran. Und da ich so wahnsinnig viel Geld habe,
Habe ich mir jetzt gedacht, Moment. Was kostet das Upgraden dann auf so einen Osmanenreiter? Lass es 100 kosten, auf jeden Fall. Ich warte dann mit meinem Angriff, bis ich die Osmanenreiter noch habe. Der Ritter in 5, den können wir noch schnell kaufen dann vorher. Die Ritter in 4 Runden. Das passt. Frage wird, werden die dann noch fertig oder werden die nicht fertig? Oder auf jeden Fall sind sie dann gut angebaut. Du bleibst jetzt wieder auf dem Bautrupp. Ja, das war doch richtig, dass ihr Bautrupps baut. Die solltet ihr nämlich für die künftige Eisenbahn bauen. Und dann können wir nämlich gleich mal eine Eisenbahnlinie hier in Bewegung bringen, ne? So, etwas schnellen Draht haben hier. So, 4 Runden. 2 Runden. Zwei Runden und noch einer. Das heißt, 4 Stück bauen dann in einer Runde eine Eisenbahnlinie. Das ist gut. Du bleibst mal dort. Und hier haben wir noch mal 4 Stück. 1, 2, 3, 4, 5 sogar. Also 1, 2, 3. Einer sollte da reingehen zum Verschanzen und die 4 gehen mal. Und damit sind die zwei Städte zumindest per Eisenbahn verbunden. Was macht denn das mit dem Feld jetzt da eigentlich nochmal? Hier ist gar nichts, oder? Doch, drei. Drei sind das jetzt, ja. Verstärkt das dann. 1, 2, 3, 4. Du kannst da rein. Damit sind die Einheiten auch bereit. Gut, ihr könnt auch nächste Runde abladen. Und wächst die wenigstens noch mal ein bisschen wieder. Ja, hier die. Machen wir mit denen. Wollt ihr jetzt hier einen Wald abhaken? Ich glaube, du wolltest einen Wald abhaken, ne? Eins. Ein Ritterchen fertig. Da oben ist ein Pikenier. Da ist das. Eins. Bleibst mal da. Ach, wie schön. Eisenbahn. Das hat schon gewirkt. Zack, ist er rüber. Genau. Und, der Vulkan ist frei. Das heißt, habe ich hier irgendwas anderes, was ich wegnehmen kann? Nee, ne? Habe ich nicht. Drei hätte der. Okay. Genau. Die können wir jetzt auch anfangen mit Eisenbahnbau, ne? Sinnvoll da zu bauen, wo wir gute Felder halt haben. Fangen wir gleich. Ach so. Shit. Weil die von der Straße runterkommen. Kommen sie natürlich nirgendwo ordentlich hin. Alles klar. Andere Ritter hier. Da sind zwei Ritter. Eins, zwei, drei, zack.
Weil dann kann ich nämlich hier sogar auch noch die Felder zu Ende machen, aber die Frage ist jetzt nicht sinnvoller, noch die Eisenbahn lieber schnell hinzumachen, damit ich überall schnell hinkomme. Ich würde sagen, ja, die Eisenbahn ist wichtiger als jetzt die restlichen Felder da zu machen, die höchstwahrscheinlich eh nicht direkt benutzt werden können, aber so, und deswegen ist das hier auch unsinnig. Wobei hier sollte eine Straße hin. Eins, zwei, na gut, war wieder falsch. Wie lange brauchst du da noch? Ja, es gibt Wichtigeres zu tun. Kümmere dich mal darum, dass hier eine Eisenbahn, nee, da eine Eisenbahn hinkommt. Eins. Ja, es gibt Wichtiges zu tun. Zack. 8 Runden. Hier war noch eine andere Einheit. Da, genau. 4 Runden. Wollte ich auch meinen. Kannst du da hingehen. So. Haben wir hier noch einen Ritter, den wir, ach, scheiße. Ich kann dich ja nicht upgraden, weil da oben keine Kaserne ist. Jetzt muss ich nur eine Kaserne hier oben schnell bauen, oder was? Anstatt des Gerichtsgebäudes stellen wir hier auf eine Kaserne um, ne? Ah. Muss ich sie nicht bauen? Hier oben ist sinnvoller. In dieser Stadt hier. Ich eine Kaserne hinstelle und die kaufe. Nee. Du bleibst hier auf Bautrupp. Nee, dann machen wir das hier so. Ist zwar dann ein bisschen verschenken jetzt. Die 18 Schilde, aber das nehme ich jetzt in Kauf. Ja, das nehme ich in Kauf. Dann will ich nämlich lieber, dass die 1, 2 hier in der Kaserne abgegradet werden. In ein paar Runden. Und dann habe ich nämlich meine wunderbare 8er. Falsches Zeitalter. Hier, Militärwesen. Meine 8er Sifafi. 3 Felder Fortbewegung. 3 Verteidigung, 8 im Angriff mit Salpeter und Pferden. Salpeter habe ich, Pferde auch. Und dann kann ich nämlich überall durchgehen. So. In 4 Runden dann, ne? Und du gehst dahin. Ja, und Katze, du musst schon wieder runtergehen. So, und jetzt das Schiff. Darf ich jetzt eigentlich auf Meer mit den Dingern? Ich habe den Magnetismus und die Navigation. So. Häfen verbinden Hochseefelder. Trieren Karavellen können sich gefahrlos auf Hochseefeldern bewegen. Na Gott sei Dank. Okay. Das heißt, die könnten... Fehlt mir irgendwas jetzt noch? Da ist noch eine Insel, da ist was. Zwei. Gut, wenn ihr euch gefahrlos bewegen könnt, macht das doch mal. Zack. Oder verliere ich die Einheit dann, ne? Nee, verliere ich doch nicht, ne? So, nochmal richtig stellen. Will ich aber noch mal gucken, nachdem ich das gemacht habe, ob ich hier jetzt nicht mit irgendjemandem noch was handeln kann. Nee, der hat zwar einen Nationalismus, aber den rückt er natürlich nicht raus. Den rückt er natürlich nicht raus. Wenn er schon bei mir nicht rausrückt, rückt er natürlich bei dem Chinesen erst recht nicht raus. So. Und ich glaube,
Jetzt muss ich gerade nochmal gucken wieder. So, wie lange sind wir denn überhaupt im Spielen schon wieder? Ah, schon wieder fast eine Stunde rum. Mensch. Wir machen jetzt trotzdem diese noch Runde, diese weiter. Jetzt, so. Kann ich die jetzt in irgendwas anderes noch upgraden? Nee, ne? Na gut. Die gegen die, das sollte klappen. Nächste Runde. Ey, wollt ihr mich hier verarschen oder was? Jede Menge Bautrupps, Gerichtsgebäude fertig. Langbogenschützen? Nein, keine Langbogenschützen. Du baust hier jetzt. Küstenfestung gibt es jetzt auch. Defensivwert der Stadt gegen Marinebombardierungen. Mhm. Was das nur wieder bedeuten mag. Die Stadt hat auf jeden Fall irgendwie so gut wie gar nichts. Hier ohne einen Hafen ist die hoffnungslos verloren. Ein Hafen oder eher ein Aquädukt? Im Hafen gibt es direkt bei dem einen und dann machen wir mal direkt einen Hafen. So. Bei einem Aquädukt könnten sie direkt weiter wachsen. Und dann kommt der Hafen halt direkt im Anschluss. So, hier ist auch ein Gerichtsgebäude. Du brauchst kein Aquädukt, du wächst sowieso. Du kannst direkt eine Bibliothek nehmen oder sollst du direkt Marktplatz? Ne, eine Bibliothek. So. Hier ist die Kaserne gebaut, wunderbar. Dann kannst du jetzt dich wieder dem Gerichtsgebäude widmen. So. Wachsen musst du ja eh jetzt nicht. Aber damit kann ich hier vorne wenigstens jetzt upgraden. So, noch drei Runden. Ist noch einer. Ein Lanzenkämpfer. Okay, der hat das fertig gemacht. So, jetzt. So, dann sagen wir mal die strategisch wichtigen Verbindungen hier. Eine Eisenbahn. Eisenbahn. Du bleibst hier. Du gehst dahin. Und du gehst auch dorthin. Zack, eine Eisenbahn fertig. Du baust die dort. Wie lange brauchen die noch? Ja, es gibt Wichtiges zu tun. Ja, damit. Du baust die Eisenbahn dort. Ja, es gibt Wichtigeres zu tun. Der ist aber nicht schneller jetzt, ne? Die machen dann die. Und dann sind sie einen schneller. Gut. Oder zwei sogar. Was machen wir hier? Eins, zwei, drei, vier. So, wunderbar. Da ist noch ein Bautrupp rausgekommen. Na ja, gut. Dann, macht es jetzt durchaus Sinn, auch schneller zu sein hier, ne? So. Dann kannst du da schon mal bauen. Und du baust da.
Okay, ja. Entladen. Jep, damit sind die auch alle entladen. Du darfst auch zur Galeone aufwerten und die Einheiten dürfen sich hier alle verschanzen. Und der letzte, der darf hier in dieser Stadt sich jetzt zur Ruhe betten. Muss ich da gerade mal in die Stadt nochmal gucken. Nein, warum ist denn der jetzt nicht zufrieden geworden? Das darf doch nicht wahr sein. Hat das nichts gebracht hier? Jetzt kriege ich ein Defizit. Jetzt muss ich irgendwas mit einem wegnehmen. Das ist jetzt blöd. Ich dachte, der wird zum Mittelmann, aber nein, wird er natürlich nicht. Dann nehmen wir den da weg. So, komm. Dann machen wir es halt so, dann gibt es halt kein Wachstum. Und 4, 4 und so kriegen wir auch noch was hin. So, dann kriegen wir das Feld wenigstens noch benutzt ordentlich. Trotz der Nahrung dort, ne? Naja, gut. Geht halt jetzt nicht anders. Müssen wir halt so machen. So. Du fängst an dort. Braucht halt eine Ewigkeit, bis die Eisenbahn fertig ist. So, aber jetzt hier. Eins, zwei, drei, vier. Fertig. Was haben wir noch da hängen? Nicht genügend. Andere. Da muss eh gebaut werden. Also eins, zwei, drei Runden. Zwei Runden. Okay, gut. Schneller geht's jetzt nicht. Jetzt mal den dahin. Gut, der, was macht der denn dort jetzt? Der hat hier einfach eine Straße hingebaut. Mitten durch das Mieseste. Was ist das hier? Eine Wehrdiensteinheit. Danke. Du gehst hier rüber. Und du kannst bei, so, dann fahren wir halt mal bei ihm ins Gebiet. Dann wird er gleich ein bisschen ausrasten vielleicht. Da ist die Universität fertig. So, was sagt denn jetzt nochmal der hier? Trade Options. Amerika hat auch die Dampfmaschine. Ups. Griechenland hat den Nationalismus. Ah nee, die Dampfmaschine. Ach nee, hat nicht die Dampfmaschine. Die Dampfmaschine kann ich Amerika auch verkaufen. Griechenland kann ich die Dampfmaschine verkaufen. Okay. Gut. Ach ja, die Dampfmaschine ist ja nicht doppelt. Ach, die hätte ich ja vielleicht. Gleich gegen den Nationalismus. Die Dampfmaschine hat ja auch. Ja, die Dampfmaschine auch. Russland hat die Dampfmaschine ja auch. Mensch, damit ist sie ja nicht mehr einzigartig. Nein, er soll weitermachen. Auf jeden Fall hat er jetzt da oben einen so einen komischen Reiter. Da will er auch noch in mein Gebiet rein. Jo. Aber oh ja, Militärwesen auf jeden Fall jetzt
Nochmal nur noch drei Runden immer noch. So, wir werden weiterhin das Geld investieren. Machen wir nochmal eine Runde. Ah, die wollen Durchreiserecht. Gibst du mir auch ein bisschen Geld dafür? Komm. Nicht 21, das habt ihr nicht. 13. Ist noch deine Weltkarte dafür? Jawohl. So, die Amis laufen weiter. Oh, entschuldigt bitte. Wir werden unsere Truppen von eurem Territorium abziehen. Mensch, da bin ich mit einer Triere drin und du bist gleich am Meckern, weißt du? Und selber latschte bei mir wie blöde durch, oder was? Universitäten in Konya, das ist gut. Damit kann Konya jetzt... Damit kann Konya jetzt Banken bauen? Nein. Ritterchen weiterbauen. Hier, komm. Und ein Gerichtsgebäude in Ankara. Okay. Was kann der denn sonst noch bauen hier? Der ist auf 12. Hat aber lange gebraucht für das Gerichtsgebäude. Müsstest du eigentlich jetzt mal anfangen, eine Universität zu bauen, weil du ja schon mit dem das vor allen Dingen voll... 15? Ja, das ist eh vergeudet. 10 Runden oder 10 Runden? So habe ich wenigstens 3 davon. Also... habe ich nicht aufgepasst beim Micromanagement. Die Straße ist fertig. Das heißt, die können jetzt hier. Ist da schon eine Eisenbahn jetzt? Schilde 3, 4. Oh ja, das ist gut. Ja, dann Straßenbahn. Nicht Straßenbahn, Eisenbahn. Eisenbahn. Moment, und hier oben habe ich ja auch noch welche. So. Noch einmal. Und du kannst da auch mit hin. Und zack, und damit sind die verbunden. Sehr schön. Damit können die jetzt auch noch mal schneller da lang. So, jetzt ist die Frage, wo können die jetzt lang? Die müssen wir mal da wegtun. Halt. Wer könnte denn da noch? Ach doch, der könnte da direkt Gewinn rausziehen. Ich den dort. 1, 2 laufen lasse. In 3 Runden ist er fertig. Gut. Jetzt mal die Eisenbahn hier über diese Landenge führen, damit dann die auch wirklich alle wunderbar miteinander reisen können. So, du darfst hier hin. 1, 2. Damit ist er fertig. Mal den da hinsetzen. Ups, was machen wir hier? Müssen wir da drüben jetzt nochmal eine Straßenbahn will ich immer setzen. Sieht auch fast aus wie eine Straßenbahn. So. So, noch ein Schiffchen. Das
So, was machen wir hier jetzt? Da sind 4 Stück. Der geht da nicht hin, aber dort geht er hin. Und das machen wir auch hier, damit wir nämlich auch in die entlegensten Winkel vorankommen können. Zack. Und du baust dort auch eine Straße. So. Du kannst in die Stadt. Ach, da kannst du ja eh nichts. Ich brauche was mit Hafen. Stimmt. Ach, dann war vielleicht ein Hafen vielleicht doch nicht schlecht hier auf dieser Seite. Anstatt jetzt das, doch ein Hafen. Weil da kann ich ja dann die Schiffe drin upgraden. So, wo habe ich denn den Hafen? Da, 11 Runden. Ja, wir ziehen ja unsere Einheiten schon raus. So, 1, 2, 3. So. Ist alles gut. Der ist fertig. Zwei Runden. Okay. Gut. So, jetzt ist aber, glaube ich, wirklich Schluss mit lustig. Nur noch mal schnell die Runde zum Abschluss bringen. Der wollte hier noch was. Also, Dampfmaschine, Dampfmaschine, Dampfmaschine. Russland hat die Dampfmaschine. Japan ist noch nicht mal im neuen Zeitalter. Aber die haben ein bisschen Geld wieder. Und Mongolen haben auch wieder ein bisschen Geld. Können wir ein bisschen Kleingeld noch kriegen. Mongolen sind in der Republik. Deals to expire mit Amerika. 8 feindliche Einheiten bei mir auf meinem Land. Also nichts Besonderes, sag ich jetzt mal. Aber jetzt können wir hier noch ein paar. Schau mal, du hast 14 Gold. Wenn wir dir die dumme Musiklehre mal geben. Dann bietest du uns die Weltkarte und 14 Gold. Nehmen wir an. Alles klar. Und den Japaner, der hat noch 30 Gold. Komm, dir können wir eigentlich mal die Navigation anbieten. Wobei, er kommt dann rüber vielleicht noch. Was war denn die Schwerkraft? Newton College nur. Okay, dann geben wir dir die Schwerkraft. 30 Gold, 2 Gold pro Runde immerhin. Vielleicht 3 Gold pro Runde? Nee, 2 ist gut. Aber immerhin. Ja, komm. Für die Schwerkraft. Für die Schwerkraft. Auf die Schwerkraft. Ne? Dummer Chinese. Du dummer Ami. So. Bei mir wird alles schnell mit Eisenbahn zugestöpft, bevor der weiß, was los ist, ne? So. Und, in 2 Runden Militärwesen. Und dann kann ich mit meinen Sifafi durch die Gegend ziehen. So, damit beende ich dann jetzt mal diese doch noch sehr friedliche Runde. Dann habe ich hier hoffentlich noch ein paar Ritterchen dann. Und dann geht's hoffentlich in 3 Runden los. So, auch wenn das jetzt nicht nach dem Plan war, aber 8 Angriffspunkte sind mir da deutlich lieber als 4 Angriffspunkte. Und dann habe ich vielleicht weniger Verluste. Die paar Runden kann ich dann auch noch warten gegen den armen Chinesen, der sowieso nichts upgraden kann. Also, gucken wir nochmal gerade bei ein paar Sachen rein. 7 Wunder? Werden noch irgendwelche Wunder irgendwo gebaut? Bauen. Kann doch gar nicht mehr gebaut werden, ne? Doch, Magellans Entdeckungsreise wird von den Amis gebaut. Ach, sehr schön. Naja, wenn er ein Wunder baut, ist doch gut. So, 7, das hatten wir. F8. Wollten wir mal reingucken hier. Die Punkte. Zack. In die Macht. Wird immer größer bei mir. Die Kultur wird auch immer größer bei mir. F9. Achso. Das hatten wir schon. F10.
Raumschiff brauchen wir immer nicht. F11. Jawohl. Die größten Städte. Und erste. Okay, Militärdienst. Letzte. Familiengröße. Okay, gut. Also, dann sieht man sich wieder in einer Woche, wenn es weitergeht, hier beim Let's Play Civilization 3. Das beste Civ aller Zeiten. Bis zum nächsten Mal.